Freunde, es ist mal wieder geschehen und noch immer haben wir gar keinen Bock drauf, eine neue Content-Offensive. Nee, heute machen wir mal... Felix, jedes Mal, wenn du mich unterbrichst, kriegt deine fette Mutter eine Ladung Eiweiß in den Hals, ja? Ihr Gesprächspartner ist zurzeit... Ein Glück. Ich habe deine Mutter doch in der Leitung, deswegen geht die nicht dran. Ich habe gesagt, nehm nur kurz was auf mit ihrem Hurensohn. Außerdem, dass sie gerade meine Küche putzt. Ich weiß nicht. Naja, ist auch egal. Felix. Ja. Wir haben es im Podcast gemacht. Wir sind absolute Webvideo-Visionäre. Heute spielen wir Würdest du? Okay. Klar. Felix, mal angenommen, ja. Du liegst in deinem Bett. Ja. Und schläfst tief und fest. Ja. Und du kriegst einen Anruf. Es tutet. Gehst ran. Hallo. Wusste gar nicht, dass du so am Chillen bist, Nuttensohn. Und du hörst eine sehr raue, tiefe Männerstimme, die zu dir sagt: Febrés Duft in meinem Arsch. Deine Mutter riecht aus dem Maul wie Eselarsch. Wir haben deinen allerbesten Freund Mike entführt. Dein bester Freund Mebré. Ein Terrorakt. Die einzige Chance, wie du deinen besten Freund Mike retten kannst, ist, eine Horde südafrikanischer Somali-Sträuße in den Arsch zu ficken. Okay. Das musst du machen, um mich zu retten. Nur dann lassen die mich frei, ansonsten töten die mich. Wie viele Sträuße müsste ich ficken? 10 ungefähr, würdest du. 30 Sekunden pro Strauß. Ja. Ich müsste die Sträuße nicht fertig machen. Nein, die Sträuße... dass der Somali-Strauß kommt. Genau, der südafrikanische Somali-Strauß muss nicht kommen. Es geht lediglich darum, dass du jeden dieser Sträuße 30 Sekunden lang fickst, einfach kurz. Ja. Und im letzten Strauß musst du dich aber fertig machen. Also die Piraten oder wer auch immer dich da entführt hat, die sagen quasi zu mir, du müsstest 10 Sträuße ficken und im letzten kommen, dann wäre das für uns ein Ding von, wir lassen Mebré frei. Genau. Nein, nein, die töten mich dann sonst. Ja, der soll die Kenneth wird's machen. Kenneth wird's machen. Ruf Kenneth jetzt an. Schönen guten Tag. Kenneth, ich weiß, okay. Du arbeitest, es ist mir vollkommen egal, diese Frage musst du beantworten. Also das Szenario ist folgendes, du liegst im Bett, schläfst, hast vielleicht einen harten Arbeitstag, die rufen eine Gruppe Terroristen an. Raus, fink. Nur so kannst du mich da lebend rausholen. Würdest du es machen, weil Felix würde es nicht machen. Würdest du in der Horde Purpurnaschvögel anzeigen, wenn es um mein Leben ging? Du musst erstmal meine Frage beantworten. Es geht jetzt nicht um Purpurnaschvögel, sondern es geht jetzt um die südafrikanischen Somali-Sträuße. Ich mach's noch, wenn du da nicht lebend rauskommst. So, Kenneth, und deswegen sind wir beste Freunde, du kranker Schwein. Nee, sind wir nicht. Das ist dein bester Freund. Und wenn du das jetzt so stehen lässt, dann lege ich auf. Ich würde es tun, aber nur, wenn du danach meinen Arsch verspeist. Aber guck mal, aber das macht doch kein bester Freund. Es geht darum, du kannst die Sträuße vorher fragen. Die stimmen auch zu. Also es geschieht nicht gegen den Willen der Sträuße. Und die werden auch nicht verletzt. So, Dann würde ich es machen. Dann bist du mein bester Freund. Dann scheiß auf Kenneth. Du wachst auf in einem dunklen Raum. Die sind die Augen verbunden und dir ist dein Mund auch gestoppt mit einem Apfel. Okay, so ein Bondage-Type-Beat. Genau. Hm? Und es ist jetzt nicht ein würdest du, sondern ein wen würdest du. Ja? Muss es ein Apfel sein oder kann es auch eine Marzipankugel sein? Nee, ist ein Apfel. Weil die wissen dann, dass du den nicht frisst, weil es gesund ist. Okay. Und dann wird dir diese Augenbinde abgemacht und vor dir sitzen ich auf einem Holzstuhl und links sitzt Kenneth. Wir haben unsere Kleidung an, außer bei der Hose, da ist ein Loch extra für unsere Eier. In dem Stuhl ist quasi jeweils ein Loch und eure Eiertüten hängen da unten aus dem Stuhl raus. Die baumeln unten drunter. Wie bei Casino Royale. Und du hast ein sehr, sehr langes Schrotgewehr neben dir zu liegen. Über uns sind 2 Guillotinen. Okay. Wenn du sagst, du gehst jetzt einfach raus, dann würde quasi nichts passieren, außer dass wir beide hingerichtet werden. Mhm. Und du kannst jetzt aussuchen, wen von deinen beiden Freunden, einer ist der Beste, der andere halt nicht, wessen Eier sagt, du komplett zerschießt. Dann überleben wir beide, aber einer hat einfach keine Eier mehr. Das Ding ist, ich kann mich entscheiden, entweder ich gehe einfach raus, schieß gar keinem in die Eier. Dann sterben aber beide. Dann sterben beide. Und ich muss mir quasi einfach nur aussuchen, weil ich töte euch ja nicht beide, ist ja keine Option. Nein. Ich muss mir quasi aussuchen, wem ich quasi den Sextrieb aus dem Leib shoote. Genau, den Sack zertrümmerst, ja. Nein, Kenneth, sorry, die Eier müssen dran glauben. Da schieße ich auch nicht nur einmal, da schieße ich dreimal, um wirklich sicher zu gehen, dass ich jeden Rest Hoden getroffen habe. Geil. So. Und danach gehen wir alle zu dritt schön was trinken. Ich lade euch ein auf eine Shisha-Abfahrt. Danke. Felix. Mike. Könntest du vielleicht unseren treuen, verwahrlosten Zuschauern da draußen erzählen, was genau der Arschficker ist? Der sogenannte Arschficker ist eine berühmt-berüchtigte Person aus Mikes Dorf. Der ist dafür bekannt, Ärsche zu ficken. Er sucht sich wahllos Leute aus und fickt deren Ärsche. Kann sein, ihr steht im Supermarkt hinter ihm, er fängt einfach an, einen Arsch zu ficken. Der Arschficker, genau. Das ist so eine Sage einfach, den gibt's aber. Genau, und jetzt auch die Frage, die ihr auch im Podcast schon gehört habt. Hört unser Podcast, wer vermengt auf Spotify, besser der es gibt. Du kriegst jetzt einen anonymen Brief mit Geheimschrift, die musst du unter UV-Lampe halten, dann kannst du es lesen. Aha. Und da steht, hier ist ein Böller beigelegt, ein La Bomba, ein sogenannter, der knallt richtig. Bomba. Da steht dann so drin, hey, der Arschficker hat deine Katze in den Arsch gefickt, also Mary. Okay. Ich hab's gesehen, hier ist ein Beweisbild, dann siehst du ein Bild. Und dieser Böller, da steht, hey, du kannst hier blablabla, deine Rache, deine Sünden aufheben. Nimm diesen Böller und schmeiß den einfach eines Nachts in das Fenster des Arschfickers. Du weißt aber nicht, wo der landet. Wenn der ist auf seinem Gesicht gelandet, dann braucht er halt eine Gesichts... Also der ist dann halt sein Gesicht halt gefickt. Aber du müsstest diesen Böller einfach in dieses Fenster schmeißen, kriegst dafür 100k. Hat die es überlebt? Die Katze hat es überlebt, die ist halt nur sehr verstört. Und ich werde fürstlich dafür entlohnt, wenn ich quasi ein Bombardement im Schlafzimmer des Arschfickers veranstalte. Genau. Okay, da ich nicht in den Knast gehen will und ihn ungern töten würde, weil das ja auch irgendwo eine Legende im Dorf ist, dürfte ich den Raum vorher analysieren, wo das Bett steht. Ja. Okay, da würde ich es machen. Was ist, wenn dann sein Haus brennt und dann verbrennt er? Höhere Kräfte, sag ich mal. Das kann ihn ja auch an der Beschaffenheit seiner Wände liegen. Vielleicht hat er ein Rätachhaus, da kann ich ja nichts für. Ja. No. Nein, ich würde versuchen, den nicht zu töten. Aber ich würde mit seinem Schlaf gemacht. Okay. Folgende Frage. Der Arschficker, ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ja diese Taschenmösen. Taschenmuschen. Pocketstopfen, genau. Und es gibt ja auch diese To-Go.
In Form von einem Arsch. Also Tanzverbot hatte so einmal. Ja, genau. Du würdest auf die Hand und versteuert 10 Millionen Euro kriegen. Da ruft jemand bei dir an, sagt, Felix, ich habe eine ganz wichtige Mission für dich. Nee, Szenario ist, dieser Arschficker hat in seinem Haus so einen Raum, so einen Sex-Dungeon und der hat da so einen Altar. Dieser Altar ist von innen hohl, also da passt man rein. Mhm. Und auf diesem Altar steht quasi dieser Taschenarsch. Ich weiß schon, was kommt. Ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Und du musst für diese 10 Millionen Euro, musst du dich nachts in den Sexkerker vom Arschficker schleichen und still und heimlich diesen Kunstarsch austauschen, ein kleines Loch oben in den Altar machen, da reinkriechen und deinen Arsch rausstrecken. Und der Arschficker führt dieses Ritual durch. Jeden Abend, bevor er schlafen geht, nach dem Zähneputzen um 22 Uhr, vergeht er sich eigentlich nochmal an seinem Kunstarsch. Okay. Leider ist aber dann halt dieser Kunstarsch nicht der Kunstarsch, sondern dein Arsch. Der braucht immer so eine Dreiviertelstunde und liest seinem Kunstarsch dann auch noch Geschichten vor und streichelt den und sowas. Der benutzt kein herkömmliches Gleitmittel, sondern nicht vegane Erdnussbutter. Das könnte für dich vielleicht, für deinen moralischen Kompass, sage ich mal, ein Problem darstellen. Das ist das Einzige, was mich moralisch daran wirklich stört eigentlich. Du darfst. Wie würdest du agieren in der Situation? Würdest Warum ist das machen? Eine wichtige Mission? Ja, die haben den Arschficker schon lange auf dem Radar und quasi dieser Akt, damit überführen die den dann. Okay. Du würdest der Welt auch einen großen Dienst erweisen. Okay. Also er würde nicht merken, dass es ein echter Arsch ist. Nein. Und du musst, auch nicht, wenn er auf einmal Scheiße rauskommt, weil er mich... Der ist halt komplett krank. Ja. Ne? Würdest du es machen für 10 Millionen? Ja, klar. Der hört sich dabei an wie ein Wilddegu. Okay. Also es ist ein sehr eindurchdringendes Geräusch, sag ich mal. Genau, also mein Arschloch ist ja dann auch völlig zerfetzt. Muss erstmal rearrangiert werden. Genau. Wahrscheinlich ist es dann auch so nach außen gestülpt. Hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Ja, dein Arschloch sieht so aus wie ein Kondom, was man dann abgezogen hat, was so umgestülpt ist dann. Du kriegst eine kleine Spritze Morphium mit, um es erträglicher zu gestalten. Ich glaube, ich würde es machen. Yeah. Okay, ja, völlig fair. Und du? Ja, safe. Okay, klar. Ich würde dafür bezahlen. Das führt uns ja auch als beste Freunde näher zusammen irgendwie. Ich will, dass du jetzt Kenneth anrufst, einfach nur sagst, wir sind keine besten Freunde und dann wieder auflegst. Ich wollte dich nur über den Umstand informieren, Kenneth, dass wir keine besten Freunde mehr sind. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Okay. Mike, andere Frage, ja? Mhm. Die hat auch was mit dem Arsch zu tun. Es gibt ja auch fernsteuerbare Sex-Toys. Mhm. Du kriegst jetzt einen anonymen Brief, das ist jetzt keine bestimmte Person. Das heißt, ich krieg einen Anruf, eine Sekunde. Ja, nur ganz kurze Frage. Ja. Dieser kleine Hurensohn. Okay, alright. Also du kriegst einen Brief, da steht drin, hier, beigelegtes Sextoy. Bitte einmal in den Arsch stecken und über den Tag kriegst du ganz viele Anrufe. Du müsstest dir einen Sextoy-Vibrator hier in dein Rektrum einführen. Mhm. Ich kann damit steuern und machen, was ich will. Ich kann so machen, dann blitzst du und zitterst. Okay. Ich könnte dich dann anrufen und dürfte den ganzen Tag sagen, was du machen sollst und du müsstest es machen. Mit dem kleinen Twist, dass du halt die ganze Zeit im Arsch Vibrationen spürst, wenn ich das möchte. Mhm. Dafür würdest du 1 Million erhalten. Also das heißt, das Einzige, was ich machen muss, ist mir dieses besagte anale Sextoy rektal einzuführen in aller Tiefe. Genau. Und du kannst quasi 24 Stunden lang sexuelle anale Impulse erzeugen. Genau, also Trakt. Wenn du jetzt zum Beispiel streamst und ich gucke mir das ganze Live-Spektakel an, dann könnte ich einfach so machen, dann knallst du ein bisschen in deinem Arsch und du würdest halt zucken und rumspringen und vielleicht so ein bisschen stöhnen. Okay, das wäre für mich noch vertretbar. Was halt so ein bisschen moralisch für mich quasi da im Weg steht, arbeite 4-mal in der Woche ehrenamtlich in einem christlichen Altenheim. Okay. Ja, also ich pflege die und sowas. Da wäre natürlich das Problem, wenn, sag ich mal, so ein anales Feuerwerk der Gefühle da stattfindet. Du würdest mir für den Tag einfach deine Timeline schicken und ich wüsste dann auch ganz genau, wann du in diesem Altersheim bist, sodass ich mich zurückhalten könnte. Würde ich machen für eine Million, ja. Mein Arsch gehört dir. Die ist halt für die Omas nicht schön und Opas. Ich könnte dich aber auch anrufen und sagen, ey, ich habe dir einen Fallschirmsprung gebucht, du müsstest da bitte in einer Stunde erscheinen. Okay, da ist aber das Arschgeficke nicht das Problem, sondern die Höhe und der Fallschirmsprung. Also ja, dein Arsch gehört mir? Ja. Okay. Mein Arsch ist dein Eigentum. Okay, geil. Felix, du bist ja ein Mensch veganer Natur. So, du musst dich zwischen eins dieser beiden Szenarien entscheiden. Sonst sterbe ich? Genau, und deine ganze Familie. Also muss ich nicht eins. Genau, und alle deine zukünftigen Subs gehen an mich, twitch.tv/ichbinzabex. Okay, ich muss eins von diesen beiden. Entweder du musst 2 Kilo Hackfleisch aus wirklich schlechter Haltung, also das ist wirklich, das hat kein Gütesiegel gar nicht, das ist wirklich, den Tieren ging es nicht gut. Du musst dieses Hackfleisch eine halbe Stunde auf die Heizung legen und dich dran vergehen. Was heißt dran vergehen? Ja, du musst da reinficken einfach. Ins Hackfleisch ficken rein. Genau. Kannst auch eine Kerze anzünden, irgendwie vorher noch was essen. Okay. Keiner weiß davon aber. Aber du musst halt mit dem Gedanken leben, wow, das hast du getan. Das nagt an dir psychisch. Okay. Oder du musst gar nichts machen, aber jeder denkt, du bist der Hackfleischficker. Also wirklich jeder. Du gehst ja mit absolut medial. Jeder denkt, du bist so ein hobbymäßiger Hackfleischficker. Wenn du live gehst, schreibt jeder, da ist der Hackfleischficker mit so einem Hackfleisch-Emoji. Okay. So, du bist einfach der Hackfleischjunge. Mein Partnerhaken wird dann auch so Hackfleisch. Das ist kein Haken mehr, sondern das ist einfach so ein gut und günstig in Plastik eingeschweißte Hackfleisch. Mhm. Ich würde es Hackfleisch ficken. Smarte Entscheidung wahrscheinlich. Ich würde es ficken. Ich will nicht als der Hackfleischficker bekannt sein. Es kann halt sein, dass du davon Salmonellen in deinem Schwanz kriegst. Ist nicht schlimm. Perfekt, für mich sind alle wichtigen Fragen geklärt. Klar, danke dich. Freunde, lasst uns gerne für die nächsten Folgen, würdest du Fragen zukommen? Klar, auf Instagram.com/hello137. Oder natürlich auf Instagram.com/Zabek. Hört unser Podcast, folgt uns überall, gebt uns eure Subs. Ich küsse eure Herzen, bis zum nächsten Mal, ja? Bis gleich. Ciao. Schade.